Aloha und willkommen zur 12. Session, genau, ich musste gerade kurz überlegen, von Tomb Raider 2. Ich möchte mal eben, bevor wir ins Spiel starten, mal was nachschauen. Okay, Spice auf 10. Denn seit meiner neuen Session, also ich sag mal, seit der Session Ende Juni war das, genau, die erste Session nach anderthalb Monaten so circa, die ich aufgenommen hatte, seitdem ist es so, dass der Spielsound bei mir, wenn ich es aufnehme, relativ leise ist. Ich verstehe nicht so ganz warum. Ich muss das in meinem Aufnahmeprogramm dann immer ziemlich erhöhen. Also sehr unüblich eigentlich. Warum das der Fall ist, ich habe keine Ahnung. Hoffentlich werde ich aber Ahnung haben, wie es hier weitergeht. Denn wir spielen weiter in den Katakomben des Talion, beziehungsweise, naja, wir fangen dort erstmal an. Denn in der letzten Session, in der letzten Folge, haben wir das Kloster von Barkang hinter uns gelassen. Leider muss ich dazu sagen, weil es, wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingslevel, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch generell in den ganzen alten Tomb Raider-Teilen ist. Und auch das natürlich ist nicht damit zu verwechseln, dass ich die Level natürlich besonders gut kann oder kenne oder so. So. Es ist auch ein bisschen schade in anderer Hinsicht, kann man fast schon sagen, denn ja, ich sag mal, was jetzt im Spiel noch kommt, finde ich zwar auch irgendwie ziemlich geil, aber es hat alles irgendwie nicht mehr so den Charme von dem Kloster zum Beispiel. Okay. Ich kann mich zum Beispiel an einen Levelkomplex noch erinnern, der noch kommen wird. Der ist auch sehr abstrakt. Kenner des Spiels wissen spätestens jetzt, was ich meine. Und der ist zwar interessant, aber gefällt mir jetzt nicht sonderlich gut. So, ich möchte mich erstmal eben hier in den Ecken umgucken. Also was jetzt hier gerade kommt, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht mehr. Die Katakomben von Talion, des Talion, Genitiv. Ja, wieder relativ früh die Aufnahme. Wir haben gerade auch wieder so halb eins mittags rum. Hilfe, wird auch nur eine Stunde diesmal gehen. Denn meine Großeltern haben zum Kaffee- und Kuchenessen geladen unter anderem. Und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Vor allem nicht wieder bei dem schönen Wetter, was wir heute haben. Und ja, vorhin erstmal noch schön ein wenig gefrühstückt. Mit dem Gronkh im Hintergrund quasi. Ich bin momentan nämlich wieder dabei, man mag mich Kirre nennen oder auch nicht, das Minecraft-Let's Play von ihm zu gucken, das sagenumwobene, berühmte Minecraft-Let's Play. Bin momentan bei Folge 562, habe ich, glaube ich, eben nochmal nachgeguckt. Hatte die ersten 500 Folgen vor 2 bis 3 Jahren schon mal geschaut. Habe dann lange Zeit eine Pause gemacht. Und ja, habe jetzt mal wieder damit angefangen, weil ich mal wieder Lust auf Minecraft hatte. Oh ja. Doch, so langsam kommen ein paar Erinnerungen. Aha. Übrigens, falls mir jemand geschrieben hat, wo denn der goldene Drache war im Kloster, vielen Dank natürlich dafür. Aber ich konnte da jetzt noch nicht wirklich drauf eingehen, weil momentan erst die Folge 43 oder so hochgeladen ist, wo wir noch gar nicht im Kloster sind, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei Let's Plays, wenn man die nicht wirklich am gleichen Tag noch hochlädt, die neuen Folgen oder was, dann, ja, hat man immer so ein bisschen das Problem, dass es so eine zeitliche Indifferenz gibt. Von dem Zeitpunkt, wo ihr die Sachen schaut und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sachen aufnehme. Da hinten könnte man ja auch hin. Die Frage ist, tja, ich versuche erstmal da hinten hinzukommen. Scheiße. Wir müssen hier hinterher sowieso hin. Und ich weiß wohl auch noch, dass das nicht der letzte seiner Art hier gewesen sein wird. Dieser Yeti. Ach jo, genau. Das hat mich immer so ein bisschen an so einen Palast erinnert. Aber bevor wir da unten den Schalter betätigen, möchte ich doch ganz gerne nochmal schauen, wo es denn da oben hinging.
Das war die Leiter, die wir gesehen hatten. Das Blöde ist natürlich jetzt bei den Yetis, das sind jetzt nicht wirklich irgendwie menschliche Gegner, die uns irgendwas droppen würden. Großartig, das ist, da sollten wir uns nicht drauf versteifen. Versteifen ist nie gut übrigens. Außer man ist ein Steiftier, dann darf man das, aber ich glaube nicht, dass einer von euch jetzt ein Steiftier ist, deswegen, ich weiß es nicht, nee. Ich möchte das doch gern mal versuchen. Das muss gehen irgendwie. So, bitte abspringen und in der Luft drehen. Man fällt ja zumindest nicht wirklich tief. Das kann man ja schon mal positiv ransetzen. Ach ja. Ja, das Minecraft-Let's Play von Gronkh, das macht einfach so viel Spaß zu gucken auch. Ist ziemlich abwechslungsreich und er spricht auch einigermaßen häufig off-topic. Das ist so eine Sache, die ich in Story-Let's Plays nicht unbedingt immer so geil finde. Hier bei Tomb Raider, ich spreche auch ab und zu mal off-topic, aber da würde ich persönlich jetzt zum Beispiel sagen, oder auch wenn ich hier so ein Let's Play gucken würde, das fände ich jetzt nicht allzu schlimm in diesem Fall. Sehr schön. Weil es hier nicht immer fortlaufend irgendwie neue Story-Abschnitte gibt. So wie hier zum Beispiel, da läuft man halt einfach erstmal durch eine Höhle und da muss man auch irgendwas erzählen. Wäre im Rahmen eines Let's Plays zumindest sinnvoll. Und ja, solange man das Spiel nicht ganz vernachlässigt, finde ich, was sowas hier angeht. Und auch hier können wir wieder den Test machen. Wir können dagegen laufen, gegen diese Tür, und sie läuft weiter. Das bedeutet, dass das ein interagierbarer Gegenstand für uns ist. Dass die Tür sich also noch öffnen wird, in anderen Worten. Oh, cool. Bin die Falle umgangen, obwohl ich es gar nicht wollte. Und diesen Tipp hat auch die Steffi in ihrem Tomb Raider 4 Let's Play angemerkt. Das war jetzt natürlich sehr sinnvoll. Denn, können wir eigentlich mal das laden, oder? Wo sind wir denn da? Achso, ja gut. Können wir ja die Leiter runtergehen. Jetzt wissen wir ja, was da ist. Nichts weiter sonderlich Interessantes. Nee, das habe ich auch ab und zu mal dran, so im Hintergrund, wenn ich Videos bearbeite oder so. Weil nur die Videos zu bearbeiten ist dann doch ein bisschen still auf Dauer. Und ich habe dann meistens auf dem anderen Bildschirm, auf dem zweiten, irgendwie im Hintergrund noch was laufen, irgendein anderes Let's Play oder was. Gucke ich dann zwar nicht wirklich ganz aktiv, ich gucke immer mal wieder rüber, aber jetzt nicht die gesamte Dauer oder so. Aha. Alles klar. Bin noch am Überlegen. Ich habe ja gerade eben meine Pistols benutzt, meine normalen Pistolen. Vielleicht wäre eine andere Waffe sinnvoller, weil die ja schon ziemlich viel aushalten, glaube ich. Die haben schon ziemlich viele Hitpoints. Die Yetis. Wäre zumindest doof, wenn es nicht so wäre, weil das sind halt Yetis, ne? Und was mich auch, was eigentlich sehr unüblich für einen Tomb Raider-Teil ist, für einen der alten Teile, ist, dass wir nur 6 Schuss Schrotflintenmunition haben. Wenn man das mal vergleicht mit Tomb Raider 4, ich meine, Tomb Raider 4 sticht sowieso heraus, weil man da mit Medipacks und Munitionen jeglicher Art irgendwie zugeschmissen wird, regelmäßig. Scheiße. Das sticht halt heraus, das kann man nicht so wirklich gut vergleichen, aber da findet man an jeder zweiten Ecke irgendwie Schrotflintenmunition. Und hier ist das alles sehr rar gesät. Ist vielleicht auch einer der anderen Kritikpunkte, die man an Tomb Raider 4 durchaus haben kann, dass die Balance, also dass es nicht so wirklich balanced ist. Man findet relativ viel Zeug. Und das macht das Spielerlebnis einfach, ja, es macht es relativ einfach, was ja auch nicht unbedingt was Verkehrtes ist für Casual-Spieler. Das war wieder ein Stück zu früh, scheiße. Aber ich meine, ich persönlich fand es damals, als ich meinen Tomb Raider 4 Let's Play gemacht habe, ich habe da ja Ende 2011 mit angefangen und habe, glaube ich, 1,5 Jahre insgesamt dafür gebraucht.
Was jetzt nicht am Spiel liegt, sondern einfach daran, dass ich ja relativ lange dafür gebraucht habe. Ich kannte das Spiel damals noch nicht so wirklich allzu gut. So ein bisschen halt, vor allem die erste Hälfte kannte ich relativ gut. Und ab der zweiten Hälfte, vor allem so Stadt der Toten und was dann noch kam, das war dann schon wieder relativ ausgegraut aus meinem Gedächtnis. Und ja, aber da kommt auf jeden Fall irgendwann ein Replay von, da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Schon sagen. Ich wollte mich nämlich nicht von dem runterschubsen lassen. So. Und ja, es ist halt komplett anders konzipiert in dem Sinne. Was haben wir denn auf der 4? Die Automatik. Ich glaube, die nehme ich mal. Ach, wunderschön. Ich freue mich auch schon sehr auf das Tomb Raider 2 Let's Play, was irgendwann sicherlich mal vom Zug Zui kommen wird, vom lieben Dennis. Nachdem er den ersten Teil ja auch schon gemacht hat, da oben ist was im Käfig drin. Sieht das aus? Sah so aus wie ein Medipack gerade eben. Irgendwo hier müsste noch ein Yeti rumlaufen jetzt wahrscheinlich. Da ist nix. Genau, das war die andere Seite davon. Ich höre ihn auch. Ich höre ihn. Oh. Scheiße. Fuck. Und das war auch nicht meine Automatik, habe ich gerade gemerkt. Das ist die Automatik. Die Uzi möchte ich mir ehrlich gesagt für den Endgegner aufschonen. Denn ich glaube, die ist da relativ sinnvoll. Das war jetzt auch schon wieder so dämlich. Entschuldigung. Ups. Spiel. Kann man nicht anders sagen. Wo werden die denn getriggert? Hier? Ja. Oh, scheiße. Okay, war auch wieder relativ knapp, aber manchmal gehe ich bei denen auch ganz gerne mal ein Risiko. Einfach weil es spannender ist und weil es auch Spaß macht irgendwo. Aha. Schön. So, da waren wir. Das hätte mir jetzt wahrscheinlich dann anzeigen sollen, dass die dann da runterkommen. Da war ich schon zu schnell. Tja, und ab wo werdet ihr getriggert? Und was bringt mir das? Wahrscheinlich nicht wirklich viel, ne? Was ich ja noch besser finde, als eigentlich nur so Fallen, wenn man jetzt mal hier von dem Spiel ausgeht, sind es Fallen so einzubauen, wie zum Beispiel diese Kugeln hier. Damit, dass sie quasi ja Blöcke zerstören, andere Blöcke zerstören, dass sich hier jetzt zum Beispiel ein Gang geöffnet hätte für uns, weil halt die Schneekugeln dann dagegen geprallt wären. Komme ich überhaupt hoch? Weil es ist zu steil, ne? Ja. Ist denn da oben noch irgendwas? Sehe ich da irgendwas? Hm? Da komme ich aber hin. Was haben wir denn da? Oh na, ah, eine Maske. Cool.
Übrigens auch wieder ein Sprite. Sehen wir daran, dass sie sich immer so mitdreht, dass wir sie frontal sehen. Also sie ist im Prinzip ein 2D-Objekt, wie ich das ja schon mal angemerkt habe, in Spielen. Und solche 2D-Objekte nennt man dann Sprites. Gemeinhin. Das könnte sich auch noch öffnen. Ist klar. Flup. Wir müssten gleich echt mal wieder ein Medipack nehmen. Und vielleicht auch mal wieder speichern. Ich glaube, das mache ich mal eben. Da ist ein Gang. Gut, dass ich gespeichert habe. Yeah. Das wäre ein schönes Thumbnail-Motiv gewesen. Bricht mir fast die Stimme weg, so schön ist es. Falls ich denn noch einzelne individuelle Thumbnails hätte, aber die habe ich ja gar nicht mehr. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Andererseits ein bisschen schade, hat immer sehr viel Spaß gemacht. War manchmal aber auch nicht so ganz einfach, wirklich ein schönes Motiv zu finden. Andererseits hat das Gleichförmige, was ich momentan habe, wo dann nur die Nummer in Rot zum Beispiel drin steht. Andererseits hat das auch was. Das ist halt ein bisschen homogener dann. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da in Zukunft mit fortfahren soll. Es hat beides was für und wider. Ich meine, wenn ich kann euch natürlich fragen, ihr könnt mir natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr das machen würdet oder was ihr schöner findet. Also so individuelle Thumbnails, wo in jedem Thumbnail irgendwas anderes dargestellt wird vom Level, oder halt so homogene Thumbnails, die dafür halt ein bisschen gleichmäßiger sind und man weiß sofort, okay, das ist das Spiel und so mit dem Spieletitel drin. Könnt ihr mich gerne mal wissen lassen. An sich bin ich für beides offen, habe ja auch beides schon gemacht. Und es hat, wie gesagt, auch beides sein Für und Wider. So, wir dürfen nicht vergessen, da unten haben wir noch einen Gang. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Okay. Kann ich einfach so her. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vermasselt. Mal einmal nach da. Bisschen mittiger. Glück gehabt. Ist das schon der für den Schalter? Für den Käfig? Ja. Hier speichere ich auch nochmal, weil obwohl, wir hätten ja auch einfach von da wieder hinkommen können, stimmt. Schnell wieder runter weg. Bei so Käfigen weiß man ja nie, was da passiert. Was haben wir denn da? Eine tibetianische Maske. Ich hätte jetzt tibetanisch eher gesagt und nicht tibetianisch. Und das Wasser ist abgelassen. Auch durch den Schalter? Oder wodurch ist jetzt das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. War das vielleicht ein doppelt belegter Schalter? Das kann ja auch gut sein. So. Alles klar. Wunderbar. Die müssen wir, glaube ich, auch wieder irgendwo einsetzen. Mal hier hin. Müssen dran denken. Genau. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Das sieht auch cool aus. Ich glaube, das ist das. So, einen kurzen Blick reinwerfen. Ja, Tatsache. Sehr geil. Das ist auch ein wirklich schöner Bereich mit diesen Eissäulen allein schon. So ein bisschen der Eispalast. Ich glaube, das Level heißt sogar so, kann das sein? Ich erinnere mich gerade an was. Der Eispalast? Ich glaube, das hier ist halt nur so ein kleines Introduction-Level quasi zu dem Bereich. Moment. Und jetzt ist einfach nur da, wo die Leiter war. Ich meine, ich habe es ja in der letzten Aufnahme schon mal angesprochen. Ich möchte ja ganz gerne, und das merkt ihr sicherlich auch, wenn ihr mal ein paar andere, neuere Folgen vergleicht, da habe ich vielleicht ein bisschen hektischer gesprochen als jetzt so hier. Mich würde mal interessieren,
Generell, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr denn möchtet. Was mögt ihr an meinem Kommentarstil? Und warum schaut ihr euch meine Let's Plays an? Das ist sowieso eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Nein. Aber nee, das wäre halt einfach mal interessant zu wissen. Hab die böse Befürchtung, dass mir jetzt gleich ein Yeti um die Ecke geschossen kommt. Das war reichlich dämlich meinerseits.